Willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute mal ein etwas anderes Video, mal kein Family-Vlog, sondern ein Q&A zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Wer mich schon ein bisschen länger auf Instagram verfolgt, der weiß ja, bevor wir Matze bekommen hatten, hatten wir leider eine nicht so leichte Kinderwunschzeit. Dazu habe ich auch schon mal ein allgemeines YouTube-Video gedreht. Aber weil ich einfach gemerkt habe, ja, die Nachfrage zum Thema Schwangerschaftsabbruch, wie das alles ja, zustande gekommen ist, was wir für eine Diagnose hatten und so weiter, hat euch doch sehr, sehr beschäftigt, dass ich nochmal ein Q&A auf Instagram gestartet habe und jetzt nochmal eure allgemeinen Fragen dazu beantworten möchte. Starten wir erstmal mit der ersten Frage und zwar, welche Schwangerschaftswoche warst du und welche Diagnosen hatte euer Baby? Dazu muss ich einmal so ein bisschen ausholen, um euch auch so ein bisschen Hintergrundinformationen geben zu können. Und zwar, der Schwangerschaftsabbruch ist jetzt schon 2 Jahre her und bevor wir das leider durchleben mussten, hatten wir auch schon eine Fehlgeburt. Das heißt, ich war eh schon etwas ängstlicher und für uns stand einfach schon fest, dass wir jegliche Zusatzleistungen, die angeboten werden, auf jeden Fall auch in Anspruch nehmen. Es sah auch soweit alles super aus. Ich war beim Ersttrimester-Screening, die Nackenfalte war unauffällig und auch sonst das Baby total zeitgerecht entwickelt. Laut meiner Frauenärztin gab es auch keine Auffälligkeiten oder sonst irgendwas. Also konnten wir in den Harmony-Test ganz entspannt reingehen. Wir haben uns natürlich auch schon vorher die Frage gestellt, okay, was wäre wenn? Was wäre, wenn der Harmony-Test auffällig wäre und so weiter? Wir wollten den eigentlich wirklich nochmal so als Bestätigung haben, dass auch wirklich soweit alles in Ordnung ist und man einfach wirklich die 3 häufigsten Chromosomenveränderungen ausschließen kann. Meine Frauenärztin hat tatsächlich auch noch damals zu uns gesagt, das weiß ich auch noch, wir sind ja auch noch relativ jung. Ja, was soll schon passieren? Es sieht alles super aus, aber wir wollten einfach unbedingt diesen Test haben. Ich war damals, als wir das erste Mal den Test gemacht haben, in der 14. Woche, also auch schon relativ spät eher, aber meine Frauenärztin macht ihn wohl immer lieber eher später als zu früh. Da hatten wir dann tatsächlich das Pech gehabt, weil sich das tatsächlich alles so ein bisschen zwischen Weihnachten und Neujahr abgespielt hatte, dass meine Blutprobe ja zu lange per Post unterwegs war und deswegen nicht mehr auswertbar war. Also haben wir den Test im Januar nach dem Neujahrswechsel nochmal wiederholt. Ich war dann dementsprechend schon in der 16. Woche und uns war natürlich jetzt auch schon bewusst, okay, wenn jetzt was wäre, dann ist dieser Weg, eine Entscheidung zu finden, auf jeden Fall auch nicht mehr so leicht. Wir haben dann den Test nochmal wiederholt. Der war leider auch wieder nicht auswertbar, lag aber diesmal wohl an anderen Sachen, und zwar, dass die fetale DNA zu gering war. Und dann haben wir für uns tatsächlich gesagt, wir waren ja dann mittlerweile schon in der 17. Woche, dass wir es jetzt noch einmal machen und wenn es dann halt nicht funktioniert, dann belassen wir es einfach dabei, weil meine Frauenärztin immer wieder gesagt hat, es ist alles super. Ja, das dritte Mal haben wir das dann gemacht und wie sagt man so schön, alle guten Dinge sind 3. Leider ja, kam dann die ernüchternde Wahrheit, unser Harmony-Test war leider auffällig. Und ich habe auch noch nie die Diagnose genannt, worin er genau auffällig war, aber das möchte ich jetzt mit dem Video einmal öffentlich ändern. Und zwar hatten wir eine auffällige Trisomie 21-Diagnose. Und ja, Trisomie 21 war für uns halt schon, ja, sehr schwierig, denn es ist halt so eine Behinderung für uns, die wir uns ja grundsätzlich nicht vorstellen konnten, aber grundsätzlich auch nicht direkt gesagt haben, okay, wenn jetzt die Diagnose rauskommt, bekommen wir das Kind nicht. Also da haben wir halt wirklich gesagt, okay, da müssen wir halt wirklich noch mehr Informationen uns einholen. Und auch schauen, okay, wie ausgeprägt ist die Diagnose, wie geht es dem Kind und so weiter. Zu dem jetzigen Zeitpunkt hatten wir ja wirklich nur den ja, auffälligen Harmony-Test. Aber laut meiner Frauenärztin war sonst das Kind soweit völlig unauffällig entwickelt. Wir wurden dann zum Pränataldiagnostiker geschickt, denn ich war dann mittlerweile in der 18. Woche und ja, damit auch einfach der Harmony-Test bestätigt wird, haben wir uns dann dazu entschieden, eine Fruchtwasseruntersuchung durchführen zu lassen. Das ist ja so eine Untersuchung, wo so mit so einer langen Nadel so gesehen das Fruchtwasser punktiert wird. Das war ultra unangenehm, aber das wird dann halt humangenetisch untersucht. Und dort können dann halt wirklich genetische Veränderungen, ja, ich sag mal so, 100% gibt es nicht in der Medizin, aber man kann schon sagen, diese Fruchtwasseruntersuchung ist so 100% sicher und die gibt dann wirklich Ausschluss darüber, liegt eine Chromosomenveränderung vor oder halt nicht. Tatsächlich sind wir relativ positiv in diesen Termin gegangen, weil ich habe ja auch schon viel im Internet halt recherchiert.
reagiert und hatte halt auch die Hoffnung, vielleicht ist der HMI-Test auch bei mir falsch positiv. Solche Fälle gibt es natürlich auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, beim Ultraschall kam schon relativ schnell die Ernüchterung, denn der Pränataldiagnostiker hat schon viele, viele Missbildungen leider gefunden. Zum einen war das Herz wirklich wie ein leerer Sack. Also in dem Herz hat sich nichts weiter ausgebildet. Es gab keine Scheidewand, es gab keine Herzkammern. Es war einfach wirklich wie so ein leerer Ballon. Und dadurch, dass ja natürlich die Versorgung über die Mutter gewährleistet wird, hat es dem Kind jetzt so gesehen nicht gestört. Aber natürlich, wenn es auf die Welt gekommen wäre, wäre das Leben halt so definitiv nicht möglich gewesen. Außerdem kamen halt noch viele, andere Sachen dazu, beispielsweise hat sich sehr viel Wasser im Gehirn angelagert, das Gehirn war auch nicht 100% ausgereift, wie es sein sollte, generell die Größe und so weiter war einfach nicht optimal, waren für uns wirklich halt auch einfach die Punkte und auch weil der Pränataldiagnostik das auch wirklich zu uns gesagt hat, dieses Kind ist einfach nicht überlebensfähig, er konnte uns nicht mal versprechen, dass wir die Schwangerschaft komplett fortführen können, also haben wir uns dann nach ganz, ganz lang überlegen und natürlich auch schlaflosen Nächten und ganz, ganz viel Weinen dazu entschieden, die Schwangerschaft vorzeitig abzubrechen in der 19. Woche. Dann würde ich gleich einmal weiterleiten zur nächsten Frage und zwar, musstest du es gebären? Also die Sache ist grundsätzlich ab der vollendeten 14. Woche ist eine Ausschabung nicht mehr möglich, sondern das Kind wird halt ganz normal per Wehentropf eingeleitet. Und so war das halt auch tatsächlich bei mir. Ich bin halt ins Krankenhaus gekommen und dann in den Kreißsaal und ich habe dann halt Wehentropfen bekommen. Ich war damals ja in der 19. Woche, das heißt, es war auch ein Spätabbruch. Allerdings war es so, dass das Kind vorher nicht mit Fetoizid, getötet werden musste, sondern einfach dieser Geburtsstress vor der 22. Woche ist einfach für das Kind so groß, dass es leider halt währenddessen stirbt. Dann noch die nächste Frage, die vielleicht auch dazu ganz passend ist. Wird das Kind betäubt bzw. hat es Schmerzen? Also ich hoffe es natürlich nicht und da hoffe ich, da habe ich halt auch sehr auf die Meinung der Ärzte vertraut. Denn sie haben uns halt gesagt, dieses Schmerzempfinden wird tatsächlich erst ab der 22. Woche entwickelt. Vorher spüren Babys noch keine Schmerzen, weil das Nervensystem einfach noch nicht so ausgereift ist. Und daher haben sie zu mir gesagt, es ist friedlich im Endeffekt eingeschlafen und hat definitiv keine Schmerzen erlitten. Was für mich halt auch ein kleiner Trost ist, aber man muss natürlich auch sagen, man kann kein Baby fragen, in der 19. Woche hattest du Schmerzen gehabt, wisst ihr, was ich meine? Aber so rein von den medizinischen Aspekten dürfte es auf jeden Fall nichts gespürt haben. Dann noch die nächste Frage und zwar, hat sich die Trisomie nach der Geburt bestätigt oder wird dazu nichts gesagt? Also wir haben uns natürlich dafür auch entschieden, als das Kind geboren wurde, es auch zur Pathologie und zur Humangenetik zu schicken. Denn wir wollten natürlich auch wissen, ob das, was halt vorher auch gesagt wurde, auch so stimmt. Und ich kann halt bei uns sagen, dass die Diagnosen sich wirklich 1:1 bestätigt haben. Und da will ich halt auch nochmal sagen, weil ich halt auch ganz viel im Internet lese, bei meiner Tante, bei dem Kind wurde das auch gesagt und jetzt ist es kerngesund auf die Welt gekommen. Ich will nicht sagen, dass die Medizin hundertprozentiges Wissen hat oder eine hundertprozentige Sicherheit dir geben kann, aber ich habe es ja selbst erlebt, wie viel Diagnostik wir erstmal durchleben mussten, wie viele verschiedene Ärzte raufgucken mussten, um diesen Schritt halt gehen zu können. Man muss ja auch einfach sagen, Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland einfach grundsätzlich ab der 14. Woche verboten und dass Ärzte diesen Schritt mit dir gehen, dafür müssen sie halt auch schon ziemlich sicher sein, dass es halt auch Gründe gibt, die halt dafür sprechen. Deswegen kann ich für uns sagen, die Diagnosen, die wir vorab bekommen haben, haben sich wirklich 1:1 bestätigt. Also dazu gehört zum Beispiel die Trisomie 21. Die Humangenetik hat danach tatsächlich genau das Gleiche herausgefunden. Tatsächlich waren danach sogar noch einzelne Chromosomen nicht verdoppelt, aber teilweise etwas verändert, was halt diese ganze Behinderung noch etwas mehr zum Ausdruck gebracht hat. Und die Organe waren teilweise wirklich kaum angelegt, beziehungsweise wenn
auch teilweise falsch angelegt. Also es war wirklich, ja, ganz, ganz viel, was einfach nicht gestimmt hat oder was halt einfach ja ein Leben hätte nicht ermöglichen können. Und deswegen ist es mir hier halt auch nochmal ganz wichtig zu sagen, deswegen habe ich mich damit auch immer ein bisschen bedeckt gehalten, was wir denn für eine Trisomie hatten. Denn ich finde so, wenn ich sage Trisomie 21, das Down-Syndrom, dann belächeln das halt immer viele und sagen so, ja, das ist ja nichts Schlimmes. Aber ich will damit sagen, ja, es kann nicht so schlimm sein. Es kann auch sein, dass die Leute ein ganz tolles Leben führen können und weitestgehend selbstständig sind. Aber es gibt auch leider die Fälle, wo die Behinderung ganz, ganz stark ausgeprägt ist, wie zum Beispiel bei uns. Und das muss man wirklich halt von Fall zu Fall sehen. Und egal wie und egal warum Eltern sich dafür entscheiden, finde ich einfach, diese Entscheidung sollte respektiert werden. Denn ich habe in dem Moment zum Wohle des Kindes entschieden. Ich fand das Leben, ja, wie es gewesen wäre, nicht lebenswert genug. Ich habe mich auch selber dabei geschützt, sage ich auch ganz ehrlich, denn ich konnte einfach nicht, ja, mit dem Gewissen, ich konnte einfach nicht mit dem Wissen, diese Schwangerschaft fortzuführen und niemals in diesen Genuss kommen zu können, ein Kinderzimmer einzurichten oder den ersten Moment ganz liebevoll zu genießen im Kreis sein. Diese Momente hätte ich einfach nicht gehabt und davor wollte ich mich halt auch einfach selber schützen. Ich wollte einfach mein Kind nicht leiden sehen. Und das sind einfach alles so Punkte, die für uns ja dafür gesprochen haben, die Schwangerschaft vorzeitig zu beenden. Aber ich bin auch mit ganz vielen Mamis in Austausch gekommen damals, die sich für einen anderen Weg entschieden haben. Und das verstehe ich auch total. Die Entscheidung begleitet einen sein ganzes Leben. Und es ist halt nur mein Leben und ich muss gucken, dass ich die bestmögliche Entscheidung für mein Leben und für das Leben meines Kindes treffe. Und das war für uns nun mal die beste Entscheidung. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar, hat das Sternchen einen Namen bekommen und gab es eine Beerdigung? Tatsächlich hat unser Kind keinen Namen bekommen. Wir wussten ja auch erst in der 19. Woche, dass es ein Junge wird. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte überhaupt nicht das Verlangen gehabt, nach einem Namen zu suchen. Also ja, das klingt für einige vielleicht auch komisch, aber ich wollte tatsächlich den Abstand so weit wie möglich halt für mich wahren, um mich einfach wirklich selber zu schützen, denn es war halt eh schon eine super schwierige Zeit. Das war innerhalb der Corona-Zeit. Ich musste auch alleine ins Krankenhaus und das alles durchmachen. Tobi durfte dann nicht mit dabei sein und es waren für mich einfach die Punkte, dass ich, ja, ich hätte das alles, auch diesen Moment, das Kind zu sehen, da habe ich mich auch dagegen entschieden, weil ich das hätte alles alleine durchmachen müssen. Wisst ihr, was ich meine? Ich hätte halt nie jemanden gehabt, der genau das Gleiche miterleben musste und jemanden, mit dem ich genau darüber sprechen konnte, weil nur ich hätte dann diese Bilder im Kopf gehabt und diese Situation und diese Momente. Und deswegen musste ich ja für mich auch die beste Entscheidung einfach treffen. Und es war tatsächlich so, dass ich wirklich, ja, soweit es geht, probiert hat, irgendwie einen emotionalen Abstand davon zu gewinnen, auch wenn es hart klingt, aber es macht ja auch mit mir was. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen haben wir tatsächlich nach keinem Namen gesucht, denn wir hatten halt immer noch jeden Tag auch die Hoffnung gehabt, dass irgendwie noch ein Wunder geschieht. Und für uns hat es einfach sich in dem Moment falsch angefühlt. Genauso wie mit der Beerdigung. In Deutschland ist es ja so, dass Beerdigungen verpflichtet sind ab der 24. Woche und ab einem, ja, Geburtsgewicht von 500 Gramm. Das ist, glaube ich, auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Wir haben beide Kriterien nicht erfüllt gehabt und haben uns dann auch tatsächlich dagegen entschieden. Beziehungsweise auch ich, muss ich tatsächlich sagen, denn ja, mein Papa ist ja halt auch von einer ganzen Weile nach ganz, ganz schwerer Krankheit halt gestorben und ich hatte damals halt auch immer schon gedacht, ich bräuchte halt irgendwie so einen Ort zum Trauern. Der Friedhof wird mir irgendwie was geben. Ich fühle mich da halt verbunden und ich muss halt sagen, ich fühle mich da überhaupt gar nicht mit ihm verbunden. Ich gehe da auch überhaupt nicht gerne hin. Das ist für mich kein schöner Ort. Und deswegen haben wir uns tatsächlich auch für unser Sternchen dagegen entschieden. Wir haben hier im Wohnzimmer eine richtig, richtig süße Ecke gemacht mit zwei Engeln, mit einer Kerze. Und ja, da gucken wir jeden Tag drauf und wir haben es natürlich auch immer im Herzen und bleibt immer in unseren Gedanken, wisst ihr, was ich meine? Und ich finde, glaube, und das ist ja, glaube ich, auch das, was halt am wichtigsten ist und wie jeder mit dieser Trauer umgeht, das ist halt auch super individuell. Genau, das war jetzt auf jeden Fall das Q&A zu dem Schwangerschaftsabbruch. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
wenn man das überhaupt so nennen darf, aber vielleicht hat es einige neue Erkenntnisse gebracht und vielleicht, ja, guckt auch jemand zu, der vielleicht auch in einer ähnlichen Situation war oder noch steckt, dem ich etwas Kraft geben konnte. Ich kann nur abschließend auf jeden Fall sagen, es war eine ganz, ganz schlimme Zeit und wenn ich daran zurückdenke, ist sie auch immer noch ganz, ganz schlimm, aber durch Matzi haben wir wirklich, ja, ganz, ganz viel Trost gespendet bekommen und wenn ich ihn halt sehe, weiß ich einfach, okay, das sollte alles so sein, das war richtig, wie es ist, denn wenn es so nicht gekommen wäre, wäre Matzi jetzt einfach nicht da und ich bin da einfach super, super glücklich darüber. Ich würde mich mega über Austausch in den Kommentaren freuen und hoffe, euch beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.